Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Heute mit einem Ehrengast. Oh, Biggie am Start. MC Aye. Motherfucking Boogie. Ja, jetzt am Start, Baby. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit Biggie und es ist nicht nur ein guter Tag, sondern ein guter Abend auch. Auf jeden Fall, Boogie, brauche ich nicht viel zu sagen. Legende. Legende. Guter Ruf in schlechten Kreisen. Auf jeden Fall. Hip-Hop, was Hip-Hop angeht, in Berlin, Underground, von Underground, von allem, von Anfang an, hat alles miterlebt. Kann man so sagen. Ja. Das ist ja, ja die Wahrheit. Vom Start. Von der Pike auf. Ja, von Anfang an. Von Anfang an, auf jeden Fall. Wir kennen uns eine Ewigkeit. Richtig. Für das Interview habe ich auch ein bisschen Arabisch gelernt. Nein, Biggie, wir kennen uns eigentlich seit ich fast, naja, denken kann ich, aber ja, schon, was die schon. Leute ja nicht wissen, ich war ja... Wir kommen ja aus den gleichen Kreisen, sagen ja, wir so. Ja, gleichen Kreisen und haben immer gehört und bestimmt schon seit Mitte der 90er sehen wir uns so, richtig, haben uns gesehen bei den Jams, kenne ich über einen Freund, genau. King Ali, die ganze Bande. Und genau. Dann spätestens am Anfang der 2000er, als wir angegriffen haben, kurz danach hast du ja angegriffen. Wir waren noch mal zusammen bei einem Label. Ja, ich will keine Werbung für dieses Label machen. Ja. Und ich freue mich ja wieder, das hatten wir letztes Mal schon in der Thematik, als wir bei den Freunden von HCS Beef Club waren, oh, ja, haben wir schon gesagt, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ein echter Berliner bei YouTube für euch zu sehen ist. Weil ich küsse dein das Herz. Sind ja alles aussterbende Spätchen. Die gibt es ganz selten. Ja. Komm. Ja. Heute mit Boogie im Teglerweg. Welchen Bezug haben wir hier, Fabi? Charlottenburg? Charlottenburg. So sind die ja, Schöneberger. Mir, wenn sie außerhalb von Schöneberg sind, kennen sie sich nicht aus. Ich dachte mir, letztes Mal waren wir richtig ordentlich essen mit Boogie. Heute verwöhne ich ihn mal mit Zucker. Ich dachte, weil ich zu süß bin. Natürlich. Ja. Und zwar, wir sind bei Cookie Duff. Ein ganz spezieller Laden, der bietet, also so nass, hat auch normales Essen, Falafel und so, aber wir wollen diesen gar nicht hier wegen den herzhaften Sachen, sondern wegen den süßen. Ja. Und die gucken wir uns jetzt an, sind sehr speziell, ist mal was anderes. Der hat so einen speziellen Keks in der Pfanne. Mhm. Es ist komisch zu erklären, wir gucken uns das an. Und ich muss kurz was dazu sagen, Cookie Duff kenne ich ungefähr seit 10, 15 Jahren durch Eiscreme, das ist ja eigentlich der Teig nur. Richtig. Und ich liebe dieses Eis. Ich habe damals auch schon in den 80er Jahren bei meiner geliebten Mama lieber den Teig genascht, als den Kuchen später selber. Echt? Ja, immer abgelegt, die Dinger vom Mixer. Kriegst du auch so gerne Kaffee wie ich, Biggie? Also morgens gerne Cappuccino, ja. Also wirst du wach, um Kaffee zu trinken? Cappuccino. Du trinkst nicht Kaffee, wach zu werden. Und bei dir, Boogie, sonst alles gut? Ja, alles gut, Gott sei Dank, ja. Wie, was macht der Podcast? Ja, immer. Willkommen hat er heute Podcast. Heute, ja, immer, heute mit, immer mit Onkel B angreifen. Der Fokus. Ja, stark. Der Fokus ist jetzt, wo auch durch die ganzen ja, Antisemitismus-Trubel und so dann auch die meisten Aufträge wegfallen. Dann bin ich froh, dass wir so solide nach vorne gehen mit dem Podcast. Ja, wie Real Talk Army, Grüße an die alle da draußen und die unterstützen uns und wir greifen an. Mit B ist nach wie vor sehr schön zu arbeiten. Belasch, ja, übrigens, schöne Grüße. Bester Mann. Schade, dass dein Veggie-Döner-Stand nicht mehr in der Marke ja, ist. Ja, ganz schade, genau. Aber ich glaube, der greift selten, wieder an. Ich feiere selten Veggie-Gerichte, aber sein Veggie-Döner ist echt heftig. Ja, bei B ist halt auch immer so, ich komme da manchmal aus dem Podcast raus mit mehr Wissen, als ich in 6 Schuljahren gar nicht mehr angeeignet habe und bin nach wie vor sehr dankbar, B als Partner zu haben. Glaube ich dir. Du weißt, ein Verhältnis können immer nur 2 Leute beurteilen. Richtig. Und es ist schon alles richtig und ist auch eigentlich ganz selten, dass ich da was anzweifle, was er sagt, weil im Nachhinein stellt sich so raus und meistens meint das auch immer gut an der Stelle. Also Props an Onkel B. Bester Mann. Aber du weißt, alle, die mich nerven, kommen aus Libanon und Persien. Ja, Boogie, so, ein bisschen quatschen über die Vergangenheit. Ja. Lass die Vergangenheit ruhen. Nein, wir reden gerne über die Vergangenheit. Wer die Vergangenheit nicht respektiert, hat kein Recht auf die Zukunft für ihn. Richtig. Angefangen bei Berlin Crime. Angefangen. Da muss man ja dazu sagen, was meine Biografie direkt angeht, ist ja der Berlin Crime Part dann ja auch schon wieder Anfang 20. Echt? Also der bängende Teil der Gruppe waren ja die Blankwitzer, meine Leute und ein paar aus Wedding. So die Banger, ja. Würde Frauenarzt genauso auch sagen. Und das war ja so vorher schon eine Konstellation, die hat so ab 92, 93 Landwirtskirche abgespielt. Das waren unsere Jungs von überall und die von Mamau, überall verstreut. Da waren wir das und dann 97, 98 habe ich Frauenarzt kennengelernt, da wurde auch die Crew gegründet, mhm, die Gang. Und halt, du weißt doch, Frauenarzt ja heute sehr erfolgreich. Der Beste, immer der gleiche Spruch, er hat mir keinen Fisch geschenkt, er hat mir das Angeln beigebracht.
Arzt hat ganz viel für West-Berlin gemacht, glaube ich, keiner so viel wie Arzt, der so viele Brüder wie uns, die echt keine Option hatten, alle schon gesessen hatten davor, eine Option gebracht hat, auch immer nie mit dem Hintergedanke, ach ich. Aber weißt du, was ich bei Arzt gut finde? Er ist immer den gleichen Film gefahren. Beste Mann. Er hat seine Schiene nicht verändert, ja. Egal wie viel er ausgelacht worden ist, egal wie viel er belächelt worden ist am Anfang. Und bekämpft auch mit SEK, Staatsschutz, alles, und so Wiese aus. Er hat immer seine Schiene gefahren und irgendwann mal hat es Boom gemacht. Genau. Ja, nee, na, dann mit Arzt dann auch gewesen, genau. Und dann auch in den ersten Jahren, auch, wo die Crew gegründet wurde, haben wir halt Straßenschlachten gemacht. Da gibt es ein sehr cooles Comic von Die Brest TV. Das habe ich vorgestern hochgeladen. Das ist ein 2-Minuten-Comic über die legendäre Straßenschlacht. Ja, die Leute, guck mal, das habe ich auch letztes Mal mit Diary in der Sendung gehabt. Wir haben so ein bisschen erzählt über 90er und so. Und da bin ich schon wieder auf den Film gekommen, wie es damals war. Man kann, wenn man so erzählt, wie es damals war, es ist, die Leute denken, da will ich verarschen, Alter, das ist wie ein Film. Oder? Das ist immer, wenn ich auch bei euch, ich weiß ja, ich war ja so viel schon, also nochmal ganz kurz, dann haben wir es bei den Quellen gegründet, dann kamen ganz schnell die Tapes, das ging im Bassbox über, den Rest kennt man heute, wurde legendär. Genau, jetzt kommt von einem Thema aufs andere, du holst ja Sachen raus. Also der Ivy, die Ivy hat mich ja positiv getriggert, also unfassbar. Erstmal das Interview bei dir, was ich gesehen habe mit Cracker Valley. Mit Cracker Valley war ich übrigens in einer ganz miesen Axtkampfstecherei in den 90er Jahren. Echt? Ganz frühe 90er haben wir uns gesehen. Krass. Eine Person, die verstorben ist, ja, ganz verrückt so. Valley auch, bester Mann. Bester Mann, Cracker Valley. Das ist der Einzige, wo ich mich freue, wenn ich sage, Buggy, 10:30, ich bin gleich lang ins Kirche, wo bist du? Ja, und auf jeden Fall, Ivy hat ein großartiges Interview gemacht bei dem Bruder Tierstar. Du weißt, wir geben immer lieber auch für andere Tierstar, Topmann, einer von uns. Auf jeden Fall. Peschmerga, und wollte aber sagen, Ivy hat ein ganz tolles Interview gemacht, ganz viel History auch. Er hat mir Props gegeben, er meinte, das war der Einzige, der damals kam, so Schock, und hat schöne Sachen erzählt, sehr schön, aber das, was du auch mit ihm gemacht hast, mit Cracker Valley, großartig. Ich wusste nie, dass Ivy afrikanische Wurzeln hat. Das ist ein Araber. Echt? Ja. Wollt ihr mit mir Arabisch gehen? Er ist gleiche Mischung wie Deso. Halb Ghanäer, halb Deutscher. Ja, ganz schön. Ich fand es auch ganz schön, dass ihr die Deso-Thematik aufgemacht habt. Die war eine Zeit lang tabu oder wurde nur von den Mainstream-Medien komisch berichtet. Was mal, heißt komisch? Wir haben über den Deso in den 90ern geredet. Genau. Und der Deso in den 90ern war definitiv ein Bruder. Ohne Worte. Es war ein Bruder. Ohne Worte. Was danach kam, ist wieder was anderes. Aber der Deso, über den wir geredet haben, das war wirklich noch ein Bruder. Genau. Und das können wir auch, da können wir nochmal über ihn reden. Und ich hab ja wir haben ja eine Vergangenheit zusammen. Ja, genau. Die anderen Part habe ich ja kaum mitbekommen. Ja, wir haben wir nicht passiv, mitbekommen. Genau. Deswegen war auch wieder mal großartig, dass Onkel B das Interview geleitet hat, dass wir auch den Part halt so geschichtlich durchgehen halt. Aber halt auch, bei mir hat es halt ein Loch hinterlassen. Und wir haben ja dann vor einigen Wochen den Lil Deso eingeladen. Da ist so das Eis gebrochen, ja. Habe ich gehört, einfach mal gesehen an der Hand der Community und anhand von Belasch, dass sehr viele auch so denken wie ich, ne? Nichts wissen, und das war sehr stark. Und dann war, oh Gott, gibt Tipp auf, sage ich immer, bin ich bei dem Bruder Reeperbahn Karim vorletztes Wochenende auf der Reeperbahn. Der macht eine ganz tolle Hip-Hop-Veranstaltung, kann ich jedem empfehlen, Biggie, der so ein Head ist wie Biggie und ich, echter Hip-Hop. Richtig roh Diamant, eine richtig geile Open-Mic-Veranstaltung auf der Reeperbahn. Grüße an Open-Mic, ja? Open-Mic, die heißt Veranstaltung auf Reeperbahn, Karim. Das ist eine Hamburger Version von Biggie und Boogie. Ja, der wird hier. Ja. Ja, sag mir was. Und ganz toll, dann weißt du auch, Bruder, wir sind war immer... War das nicht der früher mit Nate war? Ja, mit vielen. Okay. Der ist auch eine große Nummer auf der Reeperbahn. Der macht was ganz Tolles am... Tagsüber trainiert er immer Jugendliche, zweimal in der Woche. Ganz viele auch fördert, auch da Kids mit Handicap da. Stark. In der heutigen Zeit, ja. Also ihr wart auch sehr stark in eurer Aktion mit City Chicken und die ganzen Aktionen. Ja, also ihr macht auch soziale Projekte, so, ja? Toller Mann. Da war ich ihn halt besuchen mit dem Bruder Seerock. Noch ein paar Jungs vom Club runtergefahren. Und dann war aber die Sache, wenn ich auf der Stage bin, du weißt doch, dass dann der Club, da bist du auf dem Flyer und alle sagen Boogie Boogie, wir sind bodenständig. Ein schwarzer Bruder ruft noch Boogie Onkel. Meinte ich so, ja mein Bruder, du weißt, wir können ja nicht über jeden halten, sonst kommst du nicht mehr auf die Stage. Ich meinte so, er war voll fokussiert, ging auf mich zu, Onkel. Und dann hatte ich Burnout in Lega im positiven Sinne. Burnout mit Glücksgefühl, war Jesus Sohn. Malik. Echt? Der Kleine von Willkommen in meiner Welt, sein Sohn, der ist 20, 19, 20, sieht aus wie der Papa,
Echt? Macht Trap-Musik, ist wie diese. Ey, Bruder, war zu viel für mich, Baby. War zu viel, Baby, für mich. Du weißt, ich bin ein harter Massafaka. 100 Leute vor der Tür, ein Schraubzieher, ich geh runter, Bismillah. Aber, Digga, war vorbei. War vorbei. Den Rest kannst du ja denken. Ja, klar. Ja, dann haben wir jetzt auch Kontakt. Jetzt, du ihn hörst, die ist auf Trap gekämpft. Ja, ganz toller Moment in meinem Leben gewesen. Krass. Ganz toller Moment. Ja, und. Sag ihn auch. Malik, das ist auch einer von den Onkels. Malik, schöne Grüße. Ja. Dein Vater war mein Bruder von uns. Ich bin echt gespannt, den auch mal zu sehen. Ne? Ja, unfassbar, ja. Die habe ich und den Podcast, der war toll. Ja, und ich finde sowieso großartig. Aber Bugi, hättest du mal gedacht, dass Hip-Hop so groß wird? Es ist ja, ich sage mal so. Du warst schon immer groß für mich. Die Industrie, die Maschinerie, der Zirkus ist riesig groß geworden. Maxim kreierte eine Kunstform. Sie bauten es um zu einem Zirkus. Und den Zirkus finden Leute wie Belasch, ich oder Biggie nicht teil, weil Wölfe kann man nicht dressieren. Gute Metapher. Ein bisschen Knowledge mal. Das ist eine gute Metapher. Ja. Das ist halt, Biggie, weißt du, es ist ja halt dann immer so, wenn ich dann so Söhne habe von Freunden, also ja. Es ist halt die Frage, wir sind so eine, wir sind bescheiden, aber wir sind Urgesteine, manche sagen Legenden. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir noch heute stattgefunden hätten. Ja, vom Mindset und so. Also, es ist dann schon, also so der Charakter, den wir hatten, die haben ja viel geprägt. Und heute halt, wenn du es so siehst mit so einem Tilo, ist halt was ganz anderes, aber hat auch zum Teil Vorteile, dass man viele mit erreicht. Ich glaube, jede Generation schüttelt über die anderen Kopf, aber hat sich viel zum Positiven verändert, aber auch eine Menge zum Negativen, muss man sagen. Natürlich. Ja. Und auch so halt unterschwellig halt auch mal, ich sage mal, die Hustle-Karten noch nie mehr NWA. Ja, aber ey, ich meine, du bist jetzt so lange dabei. Du lebst diesen Film wirklich bis auf Blut. Ich liebe Hip-Hop, Bruder. Eben im Auto, wo wir Oldschool gehört haben, mein Bruder. Deine Wohnung ist ein Hip-Hop-Museum. Das ist das Schönste, deswegen Hip-Hop war schon immer groß, weißt du? Ich habe da die Kette von Shaq, den Panther von Maxims Vater, Rust Entwürfe. Das ist groß für mich, Bobby, ja? Hat übrigens, ich war noch nie auf der Splash gebucht. Ja, das ist schon heftig. Weißt du, ich sagte, Biggie, alles, was wo die Industrie den Finger mit hat, ist Gift, ob es Fleisch ist, Medikamente, Krieger, alles, wo Industrie dazu kommt, ist Gift. Wen hast du schon interviewt in deiner Wohnung? Alle. Du, ich krieg alleine SV, wenn für die ganzen Morde da geplant wird. Ist so. Ja, Boogie hat diverse Videos aus seiner Wohnung mit Sido, Savage. Ja. Da könnt ihr sehen, das ist wirklich ein Hip-Hop-Museum. Ja, ja. Und dann auch jetzt bei Real Talk waren auch schon fast alle. Und ich sage immer, weißt du, was der Unterschied ist zwischen Real Talk-Gästen und Kartoffeln? Kartoffeln zuerst unter der Erde, dann im Keller. Wie lange macht ihr schon den Real Talk jetzt? Also wir haben angefangen. Das basierte ja einfach, dass ich ganz viele Interviews gegeben habe mit TV Straßensound. Dann kam es mit MTV, habe ich gleich wieder aus dem Keller geholt mit zwei Staffeln, hätte auch eine dritte gemacht und dann kam der Antisemitismus-Scheiß. Das hat mich ja übertrieben gefreut, dass du der Moderator warst bei MTV. Ja, und ohne Grund habe ich es halt verloren, weil ich habe nichts damit zu tun, auch ich hätte jetzt eine riesige Film. Du hast diesen MTV-Job verloren wegen Antisemitismus. Genau, halt auch. Hat mit der Beef, mit dem Beef mit Ben Salmo und Ben und Belasch zu tun, der hat auch verunschuldigt. Wir haben das geleakt mit der Kassiererin, die sagt, nein, es war nicht so, aber kennst du doch und das sind auch so Sachen, wo dich in Deutschland verbrennst, immer eine Schwierigkeit, ob man Meinungsfreiheit hat, weil da verbrennst du dich. Und ja, und ich werde zum Beispiel auch am Set vom großen Dreh, Kidda und Freddy Lau, Grüße an die Jungs, haben mir eine riesige Rolle besorgt, hat doch schon das Drehbuch dann alles kaputt gemacht. Aber wie Film? Auch rausgenommen, die MTV-Shows aus dem Internet, aber kein Crying Baby, Langwitzer schaffen alles, außer Hauptschirmschluss. Und wenn das Dach abgebrannt ist, seht ihr den Himmel wieder. Krass. Aber ist gut. Du warst schon immer groß für mich. Ich küsse dein Herz. Aber früher war mein Arm dicker. Dein Arm ist jetzt dicker als meiner. Ich esse wie Tech Plus und aber du gehörst jetzt auch zur Tech Plus Family. Aber hallo. Grüße an Matthias Clemens. Kommst du noch? Ich habe was ganz anderes verstanden. So ist nur das Fragen, wie dieses Playboy-Fragen. Na klar. Ein Tech Plus macht den auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, ich bin auch gar nicht so fit. Ja, wie man immer denkt, es hat sich einen Hexenschuss. Dagegen hilft ein Päckchen Schnuff. Nee, und ich brauch's immer für meinen Kopf. Das brauche ich immer für meinen Kopf, für meinen Ausgleich. Immer ein bisschen leichtes Pumpen, leichtes Boxen, immer so ein bisschen. Und dann hat es auch vielleicht auch gar nicht mehr mit so überwiegend Disziplin zu tun, sondern einfach als mein Wohlbefinden, weißt du? Und da schaltest du schön ab
und bist am nächsten Tag fokussiert und kräftig. Mit anderen Sachen kann man abschalten, aber ist am nächsten Tag defekt. Ja, mit Boogie, wie gesagt, ich könnte mit Boogie 10 Stunden über Hip-Hop, über Berlin, über alte Geschichten reden. Ja. Du hast ja eins meiner Lieblingsalben gemacht, der Intensivtäter. Unfassbar. Ja, aber du, wie viele Alben hast du denn schon gemacht? 20, 30, 40? 40 Alben? Ja, ich habe ja über 30 Releases. Jetzt wieder Matthias Klein am Start, hier auf der Merch. Mein Shop war ja ein Ahrweiler. So viel Glück musste er erstmal haben, von der Naturkatastrophe weggeholt. Jetzt bauen B und ich einen neuen auf. Gibt's auch dem nächsten Video und dies. Was ist eigentlich, was steckt hinter diesem Matthias Klein? Matthias Klein macht Masari mit dem Stein. Doch heute ist Paradise Stein. Ich bin Masari, man, Matthias Klein. Und mein Partner, von dem Belasch alles abgeguckt hat, ist Herbert Drönemeyer. Nein, das ist ja was drin, naja. Ja, dann haben wir noch Juri Jürgens, das ist Toni der Assi. Echo ist Roy Craig. Ah, habt ihr eine Gruppe gegründet? Naja, Haki ist, Haki heißt Karel Ott. Und er ist Wolfgang Späti. Naja, wir ziehen da alles. Wir haben jetzt auch schon drei Videos draußen. Einmal Mein Kombi, dann einmal Club Acapulco mit Orgi und Finch. Und Flugmodus. Flugmodus. Aber da höre ich auch wieder speziell den Belasch-Song. Ja. Das ist. Belasch höre ich auch. Bruder, ich könnte auf ihn schießen, weißt du? Das sind ja alles so Fakten. Also, weil wir haben auch manchmal unsere Probleme, aber menschlich ist er top. Aber was er einfach an Kunst macht, guck mal hier, 187, Bruder. Hast du Belasch-Logo? Ja, okay, ja, Loyalität. Ich sag mal für Belasch, ich habe mit Jesus gefeiert und war besoffen. Nein, 187 Beats, Belasch. Ja, er bringt den Sound, er hat meine stärksten Alben gemacht. Willkommen in Upshom City. Biografie eines Dealers ist sehr stark mit Superfunk, 100% die neuen Sachen. Ich sag immer wieder, das Beste, was dir passieren konnte, war Belasch. Ja. Das Beste, was dir passieren konnte. Belasch ist so ein Genie. Der Genie. Genie. Der lebt das auch richtig. Ja. Ja, ich würde, weißt du, unverwechselbaren Sound. Nur wir sind Tiere, weißt du, Bruder? Ich bin ein Tier, ist eigentlich Sünder, aber ich würde einmal, wünschen, dass er sieht, wie ich das schätze. Ich kann nur Liebe zeigen wie ein Tier. Ja. Wie andere beißen. Nein, Belasch Topmann, Topmann, ganz Beste, stark. Das Beste, was dir passieren konnte. Das hat er letztens auch thematisiert, wenn Leute wie ich oder die so im Studio waren. Dann haben die dann Angst und das ist das Schlimmste, was du dann hast. Und man, es sind auch keine Musiker. Und das Schlimmste ist halt, wenn du einen hast, der nur den Loop abspielt, aufnimmt. Und, aber das kann man in jedem zweiten Podcast hören, das wissen alle. B ist der Man. Ich wünsche mir ein Big Baba-Album produziert von Onkel B. Guck mal, das Krasseste ist zum Beispiel, wir haben echt, da geht's nicht aufgenommen. Oh. Ja? Ja, als wir den aufgenommen haben. Mal, das Faustkämpfe, bis die Knochen brechen, ist der Beef am Kochen, wird geschossen im Westen. Wir sind offen für Action, besser du begreifst das, ja. Ey, als wir den Song damals aufgenommen haben, war ja noch komplett ein anderer Beat so. Ich war eigentlich so gar nicht so überzeugt von dem Ding. Und dann hat Belasch einfach mal die Stimmen genommen und hat den Song produziert. Unfassbar. Und als ich dann das Endprodukt gehört habe, da war ich nicht, was hat er gemacht? Ja. Das Krasse, weißt du, was noch krasser? Ja, das ist ähnlich wie wir Willkommen in Upshom City gemacht haben. Das war ja ein Mixtape. Und dann rief Osamas Schwester, Ruhe Frieden Linda, die ist gestorben, auch meine Nachbarin. Und dann sagte die SEK, hat den Blog umgestellt, da weißt du, jetzt wird es erstmal länger dauern. Und dann hat Belasch aus dem Mixtape ein Originaltape gemacht, weil bei der Mixtape-Problematik weiß ja, wegen Rechten. Du baust ein Haus auf Grundstück, was dir nicht gehört. Richtig. Ich habe ein Gangster-Boogie-Mixtape, Oldtimer-Mixtape, richtig starke Mixtapes, kannst du nicht releasen wegen den Samples und den Beats. Aber Belasch hat dann ein Frankenstein-Projekt gemacht. Das haben wir ganz drauf gemacht. Da nimmst du irgendeinen Beat, meistens Ami-Beat oder irgendwas, rappst drauf, Belasch wandelt um. Boah, und dann ist ja immer so, meistens ist die Enttäuschung da, aber bei B freut man sich immer. Ja, Belasch ist. Also ich meine, meistens enttäuschen, wenn andere sowas machen, aber B ist der Man. Auf jeden Fall. Superfunk ist auch krass, der macht viel mit diesen Funk-Elementen bei B. Und damals auch bist du mit Ich bin der, hab ich auf Rotation. Ja. Viva, MTV. Das war eine starke Produktion, also das Album war interessant. Wer hat das produziert? Vincent Stein und Joker F. Echt? Joker F, ganz starke Beats macht er. Aber als Ingenieur war bei Leuten wie mir und Deso halt immer überfordert. Joker F ist ja der Produzent von Bushido gewesen. Ja, Bushido, genau, Bushido ist Produzent. Der hat Deutschlands Album. Ja, stimmt, der. Ja, mit Vincent Stein, Bizarre hieß er früher. Bizarre, Bizarre. Grüße an die Jungs, ja. Krass.
Ja, den Song habt ihr ballert. Naja, aber du hast ja auch Intensivtäter, so krass, Bruder. Mit dem Capman Cryo Beat Gangman, ja, irgendwie, ja. Was habt ihr da gemacht? Aber leider, wie gesagt, wegen beiden zum Feature mit Deso war, konnten wir den nicht hochladen auf Spotify. Bruder, bei mir hat meine ganzen Alben, du kennst meine Legacy, mein Katalog, man es heute nennt, alles von CIA gesperrt, ne? Ja. Hoppi, wollen wir das gleich naschen? Ja. Also so, bist du die Erfinderin sozusagen? Ja. Ja, aber ich kenne ja, ich war ja auch bei Kiki's Kitchen zum Beispiel und sie hat ja diesen San Sebastian Cheesecake, aber sie hat die Idee aus Istanbul so zum Beispiel. Wie lange habt ihr euren Laden schon? Wir haben den 4. August 22. Okay, nicht so lange. Nicht so lange. Cookie Dough, das Wort kennt man ja vom Eis. Ja. Genau. Cookie Dough heißt ja Kekse. Kekse, genau. Wir haben es halt Cookie Dough genannt, weil auch Jim Dowie, Cookie Dowie, ah, okay. Deswegen ist darauf eingelegt. Und das ist der einzige Laden, den ihr habt? Das ist der erste Laden. Inshallah, ja. Kommen noch ein paar, wa? Auf jeden Fall, also wir haben auch das Angebot bekommen, wenn wir den Franchise nutzen, aber wir haben gesagt... Aber ich sag dir eins, Franchise ist natürlich gut für dich als Geschäftsmann, aber viele, zum Beispiel vom Bürgermeister, als die jetzt überall aufgemacht haben, sind schlecht geworden. Richtig, Limo, danke schön. Dankeschön. Danke dir. Machen wir wieder Flugmusik. Geil, Eis. Das sieht aber gut aus. Und schmeckt auch verdammt lecker. Schön. Bist du eher der Limonadentyp, ne? Ja, weil ich immer zu viel Cola trinke, mache ich mir abends auch immer, presse ein bisschen die Betten aus. Wie ist es eigentlich zu Hause? Wenn du zu Hause kochst, du? Ja, aber sehr rustikal. Also auch also gerade nach Sport, ja, ja, wirklich, wie du dir vorstellst. Würstchen in die Pfanne. Ja, ja, also manchmal mache ich ganz schnelle Sachen, ob dann auch mal ein Chickenwürstchen, dann einfach mal ganz schnell mit Sucuk und Bohnen, ein paar Zwiebeln. Aber richtig kochen machst du nicht. Was ist richtig kochen, Biggie? Also ich sag so, als mein, ja, Als mein Vater, der verstorben ist, alt wurde dann, hat der dann halt auf Rente dann manchmal 6 Stunden gekocht, Lamm und so. Klar, dafür fährt die Zeit auch vielleicht manchmal da, aber ich bin dann doch sehr rustikal, mache mir ganz normal Reis, ja, und einfach ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Fitness essen. Ja, und Fleisch auch. Was ich halt merke immer, ich mag es immer in der ursprünglichen Form, also ich mag Fleisch nicht so paniert oder zart, lieber so ein ganz rustikales Stück Fleisch. Steak. Ja, oder jeden Tag bei Hasi Beef. War lecker. Ne? Grüße an Mehmet nochmal, war sehr lecker. War toll, ganz lecker. So, ja, hat er uns verwöhnt an dem Tag. Ja, da würde ich gerne mal mit dir nach oben gehen in den Sportbereich. So, gehst du auch so gerne in die Sauna, Biggie? Ich gehe jeden Tag am Winter, nach dem Training gehe ich. Ich liebe Sauna so krass. Ich brauche das. Ich mag das nach der Sauna duschen und dann rausgehen in die frische Luft. Ganz gut, die Wärme ist was ganz Schönes. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Biggie, wann kommt Intensivtäter 2? Ich warte. Bei 100.000 Abonnenten. Jungs, macht da ein bisschen Zacki hier, Dalli. Ja. Ja. Wann hast du das letzte Mal aufgenommen? Streetlife. Vor 2 Jahren, in der Corona. Ah, stimmt. Und davor vielleicht Underdog, den Track mit Babacan, Block. Ja, und dann in der Zeit halt. So nochmal ein Feature mit dir, genau. Underdog zum Beispiel. Babacan. Oh, Babacan, ey. Bruder, ich mache wirklich überall Haken, Angelhaken. Also, ich weiß nicht, wo er ist. Er ist auch so dünn geworden. Er ist dünn wohl geworden, aber ich habe ihn ganz lange nicht gesehen. Ich schätze ihn sehr als Homie, als Straßendude. Aber er ist für mich einer der talentiertesten Rapper auch. Babacan übrigens auch Mitglied ehemals von Schockmusik. Schockmusik. Über den haben wir letztens in der IOD-Folge auch geredet, über die anderen Leute von Schockmusik. Ja, Cracker Valley. Cracker Valley, Babacan, Ufuk Shahin, Irie. Genau. Und war noch jemand? Nee, Young A war er noch. Young A, ja. Der ganze Haufen, ja. Cracker Valley kam irgendwann zu mir und meinte, ey, ich habe so viele Kinder, ich habe schon wegen dem Beef gemacht, so Promo. Bester Mann, Cracker, ich bin eine alte Seele. Und du, hast du noch was geplant jetzt so? Du hast ja auch jetzt auch was rausgebracht. Ja, so. Wir haben jetzt schon wieder fast... Aber hast auch viel zu tun mit dem Podcast. Ja, ja, klar. Dann haben wir auch jetzt die Matthias Prime Single, die 4. kommt demnächst. Wie viele Jahre gibt es den Podcast schon? 2, 3? 2, 3 Jahre. Wir haben erst in der Gold Amar Bar angefangen, hatten einmal eine Woche die Location und jetzt seit 2, 3 Jahren, 2 Jahren. Mittlerweile wie viel? 130.000 Abonnenten? Ja, über 120.000. Stabil. Stabil. Den stabilsten Sponsor überhaupt. Sehr gut. Matthias Clement. Ja, bester Mann, schöne Grüße, Matthias. Mhm.
Habt ihr auch den YouTube Award bekommen? Ja, habe ich auch gehört. Ja, den müsst ihr auch irgendwo aufstellen, müsst ihr stolz drauf sein. Ja, Mann, ich finde auch Bierbock intensiv Täter 2. Guck mal, damals, als ich mein Album gemacht habe, ich habe richtig diesen Hip-Hop-Film gelebt. Ich war, du weißt nicht, in meinem Studio, ich war nur im Studio, habe ein Kilo Ampak verdickt. Finger abgeschnitten, Fingerkuppen. Hab Leuten die Fingerkuppen abgeschnitten. Mir nicht. Ja, aber du weißt ja, wie es war. Es war richtig. Ja, echt, hart, so, ja. Echt. Ich vor allem, du bist ja das, was die andere so ein Bushido vorgelebt hat. Du kommst daher, du bist der Araber vom Palast, was eigentlich auch ein Fluch ist, wie MC Boogie zu sein. Wer wirklich weiß, wie es ist, will es nicht sein. Ja, nein, ich war mit Fuchs Tag und Nacht im Studio. Mein Fuchs, Grüße an meinen Bruder Fuchs. Wir waren Tag und Nacht im Studio. Auch Daud von AK ja, war mit uns auch alles stabil. Weißt du, dass ich mit Fuchs deinem Bruder aufgewachsen bin? Mit Gecko, mit Dennis. Also Dennis, Gecko von Dorf. Dennis, ja. Top, meine Familie. Ja, Daud, AK, Fuchs, ja. Ich haben echt, vor allem Fuchs und ich haben sehr gehasselt. Ja, Fuchs, ja. Fuchs ist einer auch der Talentierteste. Wir müssen mal so ein Album machen, West Bleed's Finest. Ivy, Cracker Valley, Big Baba, Frauenarzt, ich habe so eine Vision. Lil Deso noch am Start. Kriegt die Male ins Studio. Ja, wie bei Bassbox. Aber auf jeden Fall kommt noch was, warte, mach uns. Ja, ja. Ich habe mich ja letztens gefreut wegen Revival. Dillomann ist zurück. Dillomann? Dillomann hat bei Branding Club auch mitgewebt. Frauenarzt, ja. Echt? Ey, bei euch werden auch so viele Weisheiten. Dillomann hat eine Version von mit Frauenarzt vom Branding Club abgemacht. Achso, die haben zusammen Song gemacht. Ja, ja. Ja, bei uns in Schöneberg, aus unserer Ecke kommen schon einige Sachen. Also AK außer Kontrolle, Alpagan, Dillomann, Big Baba, wen haben wir noch? Dann kann man sagen, der ganze Agro-Film hat bei uns stattgefunden. Ja. Bushido ist der berühmteste Schöneberger, obwohl er keiner ist. Genau, Bushido hat am Anfang auch einen Schöneberger gemacht. Baba Marienfelde. Ja, Tempelhof halt. Aber bei uns hat es angefangen sozusagen. Ja, und dieses erste deutschsprachige Tape, es gab doch damals das Palast-Tape, wo King Ali noch mitgewerbt hat. Ich sag, mein Freund, rock the joint. Der Beste, Beste. Also da, wo Big Baba gewohnt hat, wo du gewohnt hast, da war ja auch Satya Sound, dann der Agro-Laden, der früher da unten war. Das war ja auch so das Herz von Berlin, was hier drauf anging. Ich glaube, nirgendwo, der Palast ist das meistgefilmteste Videoobjekt im Hip-Hop-Film, ne? Ja. Meistens auch von Leuten, die nicht daherkommen. Da gab es die legendäre Story, da hat doch Tomek und Curse damals Ich lebe für Hip-Hop gedreht, glaube ich, mit Flavor Flay oder noch Afrop. Da haben die am Palast King Ali abgefilmt. Richtig. Und meines Erachtens haben die dann das Videokameramaterial, das Kameramaterial abgezogen. Richtig. Und die mussten es zurückkaufen. Gut gemacht, King. Ja. Ich sage, ich verklage Run DMC, weil ich bin da, wo sie King. Ja, schön. Naja, und damals auch auf den Alper-Album hattest du einen starken Track mit Crack Valley. Boah, Biggie war Heimat. Boah, unfassbar Biggie. Ja, war auch schon okay. Ja. Der hat Fabis Postbote auch gehört über den Track. So, Fabi erzählte gerade draußen. Fabi erzählte gerade draußen, dass der Briefträger mal gehört hat, wenn Boogie zu Hause ist. Oh, jetzt gibt's Raubtierfütterung. Kupidawi. Mhm. Dankeschön. Riecht schon krass. Mhm. Dankeschön. Oh. Das sieht lecker aus, Bieder. Mhm. Riecht auch heftig. Ja. Ich habe damals schon immer in arabischen Cafés sowas, vielleicht den Vorgänger davor gewesen, so arabische süßes Müsli. Kennst du das mit Mandeln und Milch? Ja, und so? Ja. Hatte ich aber, als ich mit Zambler in der Folge war, haben wir das da bekommen auch, ja, so. Sehr lecker. Riecht lecker, schmeckt perfekt. Weißt du, wo ich früher mal sehr gern essen war? Und ich kann dir jetzt aber nicht sagen, ob du den schon mal getestet hast, weil er hat sich ja draußen gesagt, ich gucke eigentlich alle deine Jungs. Früher war ich immer bei Pascha. Pascha damals mit meinen Jungs. Da waren viele, auch die ganzen Agro-Jungs. Wir waren da immer, weil ich hatte auch immer so den Fluss um 2 Uhr aus dem Studio vorbei oder Tür ist vorbei, wo willst du noch was essen mit Fleisch und Reis, ab zu Pascha. Mhm.
Das ist krass. Also mein schmeckt toll. Probier mal. Gerne. Probier mal rein. Was brauchst du? Heiß? Boah, das ist krass. Ganz lecker. Es schmeckt trotzdem nicht so wie Baklava, dass du so erschlagen wirst. Man kann richtig das ganze Stück essen. Weißt du, was ich meine? Wenn zu Zucker ist, es schmeckt toll. Krass, das ist noch was anderes. Jetzt probiere ich dein Spiegel. Weiß, schmeckt richtig geil, wie geiles Gebäck. Toll. Hm? Weil ich mir bei deinem Job voll schwer vorstelle, wie ich. Guck mal, voll der Liebe. Jetzt schmeckt es Gott sei Dank mega lecker. Und stell dir vor, es schmeckt nicht so gut dann. Wenn einer so nett wäre wie er, dann wäre voll schwer, ihn so zu sagen. Ja. Ja. Aber das ist mittlerweile, egal ob ich Schausverbot kriege, wie ich sage. Aber das ist echt krass. Schmeckt toll. Habt ihr toll gemacht. Ja, wirklich. Heftig. Ich glaube, noch mehr wäre ein bisschen zu viel. So ist es perfekt. So Günefisch willst du so. Machst du süße Speisen selber? Nee, ne? Nee. Ich selber nicht. Aber das ist halt mal was Neues. Also was ich mache noch, aber es ist wirklich, ich bin der größte Teufel, ich will mir nicht als den Koch darstellen, ich mache mir halt immer schon gerne Kriegspreis selber oder so. So Breisachen. Was, seit neuestem mache ich meinen Kartoffelbrei selber. Ja, du lachst. Ich habe immer mein Leben lang immer Pulver und Wasser. Und jetzt mache ich mir geschält meine Kartoffeln, püriere die, mache ein bisschen Butter dazu. Danke. Dankeschön. Schmeckt toll. Unglaublich lecker. Ist echt mal was anderes. Als immer diese Donuts und Vielen Dank. Waffeln. Jetzt bin ich angekommen in die Schatz in der Mitte. Wann hast du jetzt angefangen mit YouTube, Baby? Mit YouTube? Mhm. Vor einem Jahr. Genau. Und seit 2 Jahren machst du auch schon Diät. Ungefähr. Ja. Wir sind ja immer befreundet gewesen. Wir wussten ja immer auch, sehen wir uns manchmal nicht, aber wir wissen immer, was wir machen. Wir telefonieren auch, wissen die Leute ja mal wissen. Bevor mein Kanal aufgemacht hat, habe ich meine Diät schon so abgenommen. Ja, und ich denke manchmal so, hier wäre der Fettsack wirklich besser aufgehoben, als der Diät nicht gewesen. Du warst so ein Dickerchen früher, Alter. Ja, deswegen habe ich auch mal mit der Diät angefangen, bin wirklich übertrieben dünn geworden. Ja. Ja, wenn man so eine Grundmasse hat, da haben wir ja den Stein, den muss man nur schleifen und riesige Grundsubstanz. Ne? Mittlerweile wirft mich das oft aus der Bahn, aber ich privat ernähre ich mich halt wirklich hauptsächlich gut. Aber das ist jetzt halt wieder so, passt gar nicht eigentlich in meine Nahrung rein, aber was soll ich machen? Bei mir war mit Lotusfüllung auch bei ihm auf und wie er schon gesagt hat, bei mir mit der Milch ist ein bisschen weicher, was nicht heißt, dass das jetzt zu trocken ist oder so. Hammer Konsistenz. Ja. Also wirklich mal was anderes. Und Kekse zum Löffeln, top. Und alles noch warm, wie bei Mama früher. Sandwich. Boah, sieht schon deftig aus. Ganz lecker. Ja, sind echt. Ganz lecker. Deftig. Ich krieg die nie hin, wenn ich mir die Crepes selber mache. Meine sind entweder zu weich oder braten. Bitteschön. Danke, lieber Big. Mein bester Boogie. Mein bester Big. Boah, Alter. Ich nehme nur Zoom vom Zug. Naja. Boah, guck mal. Oh. Hot Brownie drin. Und das hier hast du, ich sehe schon Schoko, Vollmilch, weiße Schokolade. Oh, oh. Ist heiß? Mm.
Lecker. Ich glaube, das ist das Fitnessparadies, oder? Ja. Das sind hier Krebs mit einem Brownie drin. Ganz lecker. Ja, guck mal, das ist schon wieder rausgehört. Hat was. Unfassbar lecker. Mhm. Ja. Übrigens könnt ihr auch bestellen. Nach Hause bestellen. Mhm. Das heißt, ihr müsst nicht herkommen, ihr könnt auch nach Hause bestellen. Was kommt jetzt? Einmal der Lotus Cheesecake. Der Oreo Cheesecake. Wachen wir nicht alle als Sportler auf und schlafen einen als Fettsack? Ja, der sieht schon fett aus. Lotus, ich stehe auf Spekulatius. Ich platze. Lecker. Wow. Darf man die Palette kaufen? Einmal der Mama Juju, allerdings sind unsere ganzen Kuchen alle hausgemacht. Der schmeckt auch toll. Und was ist das jetzt genau? Das ist ein Vanille-Grießkuchen, wird auch genannt Mama Juju. Mama Juju. Mhm. Dankeschön. Danke. Boah. Billy, wir brauchen unsere Jungs. Ich suche nie Leute, aber wir müssen Leute holen. Musst du nicht ein bisschen? Ich kann nicht mehr. Wir werden unbedingt noch alles probieren. Ja, gönn dir. Gönn dir. Ich bin bei dem Mama Juju. Grießkuchen. Ich probiere den. Gönn dir, das ist der Oreo Cheesecake. Oh, das ist der Grieß, ne? Ne, das ist der Grieß. Grieß, ich liebe mit Grieß zu arbeiten, als zu kochen. Das ist der Oreo. Auch krass. Boah. Deftig. Aber bei mir, ich bin sowieso. Der Grieß ist ganz stark. Mega. Ich bin riesig. Liebe Grieß. Und ich liebe Spekulatius. Gibt es in der arabischen Küche auch schon Grieß? Oh, es wird viel Grieß gemacht. Ja. Das ist jetzt der was? Spekulatius. Mhm. Mein Favorit. Obwohl der ist auch heftig. Der Oreo. Der ist auch krass. Ja. Aber. Großartig. Dankeschön. Danke. War ich schon Zuckerschock. Schmeckt echt. Also wenn ihr Zuckerschock habt, die Zuckerschock, bitte. Ab zu Cookie durch. Boogie ist am Ende deiner Karte. Trotzdem merke ich, bei so einem Zuckerschock ist es gar nicht so schlimm, wenn Farbstoff und so nicht drin ist, also im Grünbereich. Bist du eine Naschkatze, prima? Nein. Also eher dann doch Fleisch. Mein Übergewicht habe ich durch so einen leckeren Zuckerlimonaden. Und dann eher mal so der Saure. Also ich hau dann eher so mal so Naschzeug, Gummizeug. Aber bei sowas bin ich auch immer dabei. Stark. Biggie Landwirtschaft isst alles außer den Tisch. Ja, auf jeden Fall, Cookie Duff, check den Laden ab. Teglerweg Nummer 23, direkt Autobahnausfahrt. Und viele sowas essen sind auch faul, ihr könnt auch bestellen. Cookie Dawi, aber was habt ihr? Gin Dawi von Gin Dawi? Warum Gin Dawi? Aber hat nichts mit den Gin Dawis zu tun. Nee, das sind unsere Familie. Echt? Ja. Viel Glück auf jeden Fall mit eurem Laden. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Sehr danke gut. Für alles. Schönes Wohlbefinden. Boogie, ich danke dir, dass du heute da warst. Danke, dass es dich gibt, Biggie. Sehr, sehr gerne. Und nochmal, was ich sagen wollte, am 17.02. macht Burger Vision eine neue Filiale auf in der Wilmersdorfer Straße. Ich will nichts Falsches sagen, ich muss mal reingucken, welche Nummer. So, Wilmersdorfer Straße 43, ab 11 Uhr und am 17.02. Alle 6 Filialen, alle Einnahmen werden komplett gespendet, Türkei, Syrien. Und in der Wilmersdorfer Straße gibt es ein Eröffnungsangebot für 6,99 Euro. Schöne Grüße an Murat, starke Aktion. Und ja, geht hin, unterstützt es. Wie gesagt, es wird alles gespendet in die Türkei und nach Syrien. Viel Glück mit der Aktion, Murat. Und am 21. Februar, nicht vergessen, kommt mein Burger bei Lilis Grillclub. Wir sehen uns alle da, 16 bis 20 Uhr. Ich freue mich auf euch. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zur nächsten Folge. Peace.